Jo, Bananen, guten Tag und seid herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal, und zwar dem zweiten Teil von Meine Bundesliga. Und heute geht es um den DFB-Pokal. Und ja, dort haben wir 4 Partien, für die ich analysieren werde, und in 2 werde ich sogar eine FIFA 15 Prognose. Natürlich mit, leider noch mit den alten Kadern, aber eben schließlich werde ich euch dazu noch hineinkarten. Und ja, dann schauen wir uns einfach mal die Partien an. Duisburg gegen Schalke 04, 68 München gegen die TSG 1899 Hoffenheim, Arminia Bielefeld gegen Hertha BSC Berlin und St. Pauli gegen Mönchengladbach. Und das sind eben 4 Partien, in denen erste Bundesliga gegen zweite Bundesliga spielt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob es noch Spiele gibt. Das könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube nicht. Und ja, dann können wir aber theoretisch gleich einmal anfangen mit denen. Und da werde ich mir jetzt zu jedem Partie einzeln analysieren. Und den Beginn macht Arminia Bielefeld gegen Hertha BSC. Und da bin ich jetzt wieder mit dem ersten Partie Hertha BSC gegen Arminia Bielefeld, und wir können uns ja gleich mal anschauen, wie der Arminia in der Saison gestartet ist. Sie befinden sich nach 2 Spieltagen in der zweiten Bundesliga auf dem 11. Tabellenplatz, und zwar hat man 2-mal unentschieden gespielt, einmal gegen den FSV Frankfurt und einmal gegen St. Pauli. Und beide Male 0-0, das heißt noch kein einziges Tor erzielt, aber eben noch kein einziges bekommen. Und doch, mein Tipp ist, dass die Hertha das für sich entscheiden kann und sich mit einem hart umkämpften 1-0 oder 2-0 Sieg wird die Hertha diese Partie für sich entscheiden können. Und das ist also mein Tipp: Hertha 2, Arminia Bielefeld. Weiter geht's mit TSV 1860 München gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Wir können ja einfach mal schauen, wie 1860 in die Saison gestartet ist, und zwar mit 2-1-0 Niederlagen gegen am zweiten Spieltag verlor 1860 München gegen SC Freiburg 1-0, da hat man sich gut geschlagen, zumindest sieht das Ergebnis so aus. Und am ersten Spieltag verlor man gegen, wo haben wir 1860, gegen Heidenheim auch 1-0. Kann man mal machen, aber es sind eben 0 Punkte, und das kostet natürlich etwas Motivation, und darum glaube ich, dass sich Hoffenheim da durchsetzen wird und so eine Art 2-1 Heimsieg heimschaukeln wird. Aber schauen wir mal, was die FIFA-Prognose sagt. In der habe ich jetzt nichts geredet, sondern habe ich einfach nur die Highlights zusammengecuttet. Und ja, die Highlights zusammengecuttet. Weiß auch gerade noch nicht, wie lange das dauert, aber so werde ich es machen mit den Highlights zusammencutten. Und ja, ich habe das nicht selber gespielt, sondern habe die, hab die ausgewählt, dass es eben spielen soll für mich. Und ja, dann schauen wir uns die Partie einmal an. Thank you.
Ja, da bin ich jetzt wieder und zwar mit der nächsten Partie. Und zwar ist diese Partie das Duell zwischen St. Pauli und Mönchengladbach. Und es tut mir sehr leid, dass ich dazu jetzt leider keine 5:50 Prognose ist. Aber ich will das wieder noch vor 15:30 hochladen. Ich hoffe, es geht sich aus. Und das wäre jetzt mit der 5:50 Prognose nicht ausgegangen. Aber vielleicht mache ich noch eine 5:50 Prognose, mache die nicht gelistet und dann packe ich euch den Link unten in der Videobeschreibung. Und ja, die kommt dann eben erst morgen, weil die Partie ja sowieso erst morgen stattfindet. Und ja, dann schauen wir uns gleich mal an. St. Pauli gegen Mönchengladbach. St. Pauli startete stark. Ein Sieg und ein Unentschiedener. Und das Unentschieden war eben schließlich jetzt am ersten Spieltag gegen Bielefeld, haben wir auch Albert gehört. Und am zweiten Spieltag hat St. Pauli dann 2:1 gegen den Karlsruhe SC gewonnen. Also stark in die Saison gestartet. Also warum nicht jetzt auch noch Gladbach aus dem DFB-Pokal raushauen? Habe ich mir auch gedacht. Und ich habe eine Vorahnung. Ich glaube, St. Pauli packt das. Die hauen Gladbach aus dem Pokal raus. Glaube ich. Und mein Tipp ist, dass es ein 2:1 nach Verlängerung wird. Und ja, ich weiß auch nicht, eben, was 4:15 jetzt Prognose ist. Schreibt mir es unten in die Kommentare. Nein, dann kann ich es ja für morgen noch hochladen. Und ja, Uncut oder mit Cuts könnt ihr euch aussuchen. Und ja, das wäre es dann gewesen mit diesem Duell. Und dann gibt es noch Duisburg. Ja, also wir sind jetzt beim Duell Duisburg gegen Schalke 04 und ich glaube, das wird eine klare Sache. Schalke 04 setzt sich mit 1:3 in Duisburg durch. Duisburg hat den Fehlstart hingelegt und ich glaube, Schalke hat sich eben gut verstärkt. Duisburg aktuell mit 2 Niederlagen, 1:6 Toren, also ich glaube, das wird eine klare Sache. 3:1 gewinnt der FC Schalke 04 dank Treffern von Huntelaar Doppelpack und einmal noch Julian Draxler. Also das ist mein Tipp. Schalke 04 schlägt MSV Duisburg mit 3:1. Und dann wäre es das auch gewesen. Also haut da rein.